Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer dieses Testspray hier sieht, der weiß, es geht mal wieder um Rauchmelder oder um was ähnliches. Leider ist das Testspray jetzt leer, deswegen kann ich das heute nicht einsetzen. Aber die leere Packung habe ich noch hier. Egal, denn wir gucken uns heute die den X-Sense XP0ASR an. Und das ist ein Rauch- bzw. Kohlenmonoxid-Detektor, den wollen wir uns heute einmal im kurzen Review angucken. Ja, der Sensor ist rund gehalten, also mehr wie ein Teller, hat einen Lautsprecher und auch ein Display, was vielleicht ihn unterscheidet zu manch anderem Sensor. Er ist von der Bautiefe relativ dünn, also mehr wie ein Diskus sozusagen. Wir gucken nochmal auf die Rückseite, was da noch an Features genannt wird. Also zum einen natürlich das minimalistische Design und das dünne Design sozusagen. Er kann sowohl Rauch als auch Kohlenmonoxid detektieren. Das ist ja das Entscheidende letzten Endes, weil sonst könnte man auch ganz einfach auf normalen Rauchsensor setzen und halt, er hat eine Sprachausgabefunktion, was ich persönlich wirklich richtig gut finde. Es gibt quasi natürlich auch eine laute Sirene, das dürfte, denke ich, klar sein, das hat ja quasi mehr oder weniger jeder Rauchmelder und auch einen tollen Sensor haben wir an Bord, das dürfte, denke ich, auch klar sein, das schreibt der Hersteller logischerweise drauf. 10 Jahre läuft der Sensor an sich, die Batterie, die drin ist, 5 Jahre, da ist eine CR123A Batterie drin, also mehr oder weniger Standard, die ihr dann tauschen könnt. So, ich würde mal sagen, wir werfen einen Blick in die Verpackung und da erwartet uns vermutlich nicht viel mehr als alles, um das Gerät natürlich an die Wand zu bringen, denn ich glaube, es ist Standard, habe ich so immer das Gefühl bei Rauchmeldern, dass man schon die Befestigungsmaterialien mitbringt, macht auch total Sinn. Wir haben hier noch eine Dankeskarte, wo man auch die Supportdaten nochmal einsehen kann. Wir haben hier eine Anleitung, die auch vermutlich auf Deutsch verfügbar ist. Gucken wir mal. Deutsch, da ist Deutsch. Genau, also wir haben auch eine deutsche Anleitung, wenn ihr da noch was nachlesen wollt, wobei ich hoffe, dass das alles mehr oder weniger selbsterklärend ist. Ansonsten haben wir halt hier noch das Befestigungsmaterial, 3 Schrauben, 3 Dübel, mit der ihr dann nachher die Halterplatte an die Decke oder auch an die Wand schrauben könnt, vorzugsweise natürlich an die Decke. Und dann haben wir hier den eigentlichen Diskus sozusagen, also den eigentlichen Rauch- und Kohlenmonoxidmelder, den XP0ASR. Ja, zeichnet sich, wie eben schon gesagt, durch einige Facetten aus. Gucken wir uns gleich nochmal an. Das hier ist der Lautsprecher, über den dann eben nicht nur die Sirene, sondern auch die Sprachansagen ausgegeben werden. Das Display zeigt die Kohlenmonoxidbelastung auch an. Ihr könnt das Ganze auf- und abdrehen von der Halterung der Decke oder der Wand eben. Ansonsten hier an der Seite die Lufteinlässe, um dann auch entsprechend das Ganze an den Sensor heranzuführen. Auf der Rückseite dann die Halterplatte, die könnt ihr logischerweise einfach abdrehen und seht dann hier die Platte, die ihr an die Decke oder an die Wand schraubt und dann hier natürlich auch nochmal die von mir schon zitierte Batterie, die ihr tauschen könnt. 5 Jahre soll sie halten, insgesamt hält der Sensor 10 Jahre und sagt euch dann sozusagen auch an, wenn er sein Ende das Ende der Lebensdauer erreicht hat. Das ist ja immer nochmal ganz gut, dass man weiß, dass die Funktionsweise auch noch gegeben ist. Ja, ansonsten, apropos Funktionsweise, würde ich auch sagen, wir gucken uns jetzt im nächsten Schritt mal an, wie das ganze Ding denn funktioniert. Dazu lege ich jetzt mal die Batterie ein und ihr seht, der beginnt hier mit so einer Art Startmodus, wenn man so will. Das heißt, ich vermute mal, da läuft jetzt erstmal so ein Test durch, ob alles funktioniert. Und jetzt gleich ertönt auch schon die erste Sprachansage. Und wie gesagt, das finde ich persönlich ist noch eine gute Geschichte, dass man das eingebaut hat, wie jetzt hier. Hallo von X-Sense. Drücken Sie zum Testen die Taste Test stummschalten. Ich hoffe, man konnte das jetzt gut verstehen. Also diese Sprachansagen zeichnen das Gerät natürlich in gewissem Maße aus, denn es sagt euch an, ob Rauch oder ob halt eben Kohlenmonoxid detektiert wurde. Das seht ihr aber ansonsten noch einmal auf dem Display, denn das Display zeigt auch die Kohlenmonoxidbelastung an und auch die Akku- bzw. die Batterie-Restkapazität, wenn ihr so wollt. So, jetzt könnt ihr natürlich das Ganze hinten wieder draufschrauben und jetzt fahren wir mal den Test durch. Dies ist nur ein Test. Der Alarm ertönt laut. Sie können die Taste Test stummschalten drücken, um den Test des Rauchsensors. Test des Kohlenmonoxidsensors. Der Test ist beendet. Normaler Betriebszustand. Und ihr hört, die Kombination aus Sirene und Sprachansage ist, glaube ich, wirklich nochmal was, gerade für Kinder vielleicht, das sagt auch der Hersteller selber, was das Ding auszeichnet.
So, nachdem ich die anderen Teile schon abgedreht habe, habe ich mich doch dazu entschieden, das Ding auch nochmal richtig zu testen. Deswegen habe ich diese kleine Teststation in Anführungsstrichen gebaut, damit wir jetzt einmal gucken können, was denn passiert, wenn wirklich Rauch auftritt. Und dazu habe ich ein neues Testspray gekauft und stelle das jetzt hier mal auf und werde jetzt mal versuchen, mit diesem Testspray das Gerät sozusagen in den Alarmzustand zu versetzen. Das probieren wir jetzt mal aus. So, das sollte hoffentlich schon reichen. Und dann müsste jetzt im Normalfall gleich dann der Alarm und auch die Sprachansage losgehen. Das ja, wie schon mehrfach gesagt, eins der Highlights dieses Gerätes. Und Warnung. Rauch entdeckt. Evakuieren Sie. So hört sich das Ganze dann an und geht natürlich jetzt auch noch weiter. Also insofern, das Ding funktioniert A, natürlich mit dem Testspray und B, habt ihr jetzt auch einmal die Warnansage für die Rauchdetektion gehört, sodass ihr auch wisst, wie sich das Ganze anhört, wenn denn dann tatsächlich ein Feuer bei euch erkannt wird. Ja, was gibt's jetzt insgesamt zu sagen? Ich habe das natürlich jetzt hier nicht intensiv getestet, weil ich weder Rauch noch Kohlenmonoxid jetzt leider gerade zur Hand hatte, um das Ganze zu testen, weil mein Testspray leider gerade nicht funktioniert. Aber er wird funktionieren, da bin ich sehr sicher. Von der Größe und von der Dicke her würde ich sagen, geht das so gerade noch in Ordnung. Größe vielleicht schon eher so tellerartig, Dicke finde ich dann wiederum in Ordnung. Die Sprachansage ist wirklich hilfreich. Das macht aus meiner Sicht vollkommen Sinn, gerade wenn Kinder vielleicht da sind, die, so sagt zumindest der Hersteller, eher auf Sprache als auf eine Sirene reagieren, dann macht das auf jeden Fall Sinn, sich vielleicht so ein Gerät anzuschaffen, als ein Gerät, welches nur mit einer Sirene ausgestattet ist. Am Ende muss das natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube persönlich, dass sowohl ein Rauchmelder als auch ein Kohlenmonoxidmelder, gerade wenn ihr vielleicht irgendwo in der Hütte einen Ofen habt oder sowas, macht das total Sinn. Kauft euch so ein Ding auf jeden Fall. Ob jetzt das hier oder ein anderes, ist am Ende wurscht. Das hier kostet 30 Euro. Preis finde ich vollkommen fair. Das geht für mich total in Ordnung. 10 Jahre könnt ihr das Ding benutzen. Also von daher passt für mich. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.